Hier bin ich wieder, an der Stelle, wo ich das letzte Mal aufgehört habe, nämlich vor meinem neu gebauten Luftschiff, mit dem wir gleich einen kleinen Rundflug starten werden. Und ich hoffe, ich verdrücke mich nicht, weil es kann durchaus sein, wenn man die falsche Taste drückt, dass man mitten in der Luft aus dem Luftschiff springt. So, einige Vorbereitungen wollte ich noch treffen. Zum Beispiel möchte ich noch eine Rüstung anziehen. Ein paar Gegenstände mitnehmen, die praktisch sein könnten, nämlich das Bett, ein bisschen Holz, ein bisschen Stein, das Eisen, auf jeden Fall die Kohle. Ja, und die Stöcke nehme ich auch noch mit. Den Rest hier lasse ich einfach mal hier. Rüstung anziehen, weil meine alte Rüstung ist, wie ihr seht, futsch, total demoliert. So, bin ich wieder in meinem schicken Outfit. Mal schauen, was sagt die Uhrzeit? Mittags. So, okay, wie beim Boot springt man einfach mit Rechtsklick der Maus in das Gefährt. Mit einem weiteren Rechtsklick springt man wieder raus. Ah, gerade hingeschoben kriege ich es jetzt nicht mehr. Na fast. So, ich glaube, die linke Shift-Taste. Nee. Dann war es die rechte Shift-Taste. Ah. Nee, mit der rechten Shift-Taste hat man hier diese Kiste, wo man Gegenstände reintun kann, die dann eben als Brennmaterial dienen. Da tue ich jetzt meine Kohle rein. Zack. Und dann geht's los. Und zwar nach oben geht es ganz normal mit der Springen-Taste. Steuert sich so ein bisschen wie ein Boot, halt nur in drei Ebenen. Super Aussicht. Jetzt fliege ich doch gleich mal da hinten hin. Huch. Ich könnte mir das natürlich auch von außen ansehen. War das? Nein, das war es nicht. Das war's. Ist nur ein bisschen schwer dann zu navigieren. Sieht aber hübscher aus. Und die Füße schauen unten raus. Ich kann zum Beispiel hier hinfliegen. Schauen, was es hier so gibt. Sehe ich jetzt, dass da ein bisschen Kohle ist. Wunderbar. Also ein richtiges Ziel habe ich mir noch nicht ausgesucht. Ich wollte jetzt einfach hier auch nicht zu weit wegfliegen bei meinem ersten Versuch. Dann rechtzeitig auch wieder quasi zu Hause sein kann. Können wir mal diese große Klippe da hinten anfliegen. Festgestellt, ich habe gar keine Erde dabei. Erde ist eigentlich immer super, um Notunterkunft zu bauen, wo man dann das Bett oben drauf stellt. Oh, das sieht interessant aus. Landen tut man mit der Hockentaste. So, bin ich gelandet. Und rausgesprungen und hoffe, dass es nicht weggeht. Warum verhält sich denn die Steuerung so komisch jetzt? Also wenn es jetzt flöten geht oder wegweht, dann bin ich ein bisschen aufgeschmissen. Aber so kann man relativ schön die Landschaft erkunden und sich einfach nach neuen Orten umschauen, wo man dann vielleicht was Größeres baut. Jetzt wird es leider schon wieder dunkel. Die Minecraft-Tage sind einfach so kurz. Das hier oben über der Wolkendecke, das sieht schon ziemlich schick aus.
hier nochmal eine kleine Runde vielleicht. Wir sollten uns wieder auf den Rückweg machen. Da können wir ja am nächsten Tag nochmal einen kleinen Flug in die andere Richtung starten. Yippie! Nach unten. Es braucht ewig, um nach unten zu sehen. Ist schon dunkel. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich hier eine gescheite Landung hinkriege. Ich will ja nicht gleich zerschellen. Einflugschneise ist ein, soll eigentlich eher hier rechts sein von mir, aber naja. So, jetzt einfach nach unten. Perfekt. Das hat ja sehr gut geklappt. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da die Kohle einfach wieder rausnehme. Wohl besser so. Und zack. Ab ins Bett. Okay, ein neuer Morgen und nochmal Zeit für einen Rundflug. Ich habe also keine Ahnung, wie weit man mit den mittlerweile 30 Stücken Kohle denn kommt. Wieder drin. Dann starten wir nochmal einen Rundflug. Jetzt fliege ich mal in die Richtung. Da unten kann man meine Sandmine sehen. Da habe ich für die Glasproduktion jede Menge Sand geschaufelt. Ist schon ein richtig großes Loch geworden, richtig große Grube. Werde ich auch weiter benutzen, solange es geht. Werde ich ganz nett nehmen an einem Mine. Hier hinten habe ich, glaube ich zumindest, den Eingang zu einer interessanten Höhle entdeckt. Das ist erstaunlich, weil das liegt so nah an meinen Gebäuden, habe ich eigentlich gar nicht mit gerechnet. Also ich meine nicht das Loch da oben, sondern hier unten, da habe ich doch gleich eine Spinne begrüßt. Da werde ich auch in einer der nächsten Episoden mal vorbeischauen. Denn mich interessiert das, ob das wirklich eine Höhle ist oder ob das nur solche kleinen... Erdlöcher sind oder wie auch immer man das nennen mag. Kann ich mal ein bisschen in diese Richtung hier fliegen? Hier war ich nämlich noch nicht. Ich muss nur so ein bisschen die Sonne im Blick behalten, dass wir es auch noch rechtzeitig zurückschaffen. Und ich habe schon wieder keine Erde. Da holst du uns auch. Wenn man hier Pfeile in dieses Luftschiff tut, dann kann es sogar schießen. Ich weiß bloß nicht, ob es einfach ist, aus dieser Höhe irgendwas zu treffen. Was ist denn da hinten? Was ist das denn da für ein interessanter Fels? Zumindest hier die Kühe. Hier ist einfach so ein riesiger Fels. Blanker Fels. Das ist irgendwie interessant. Die auf dem Boden schleifen. Eine interessante Felsklippchen. Und es ist schon wieder der halbe Tag rum. Es geht aber immer schnell. Ein bisschen gucken, dass ich mich hier nicht verfranz. Ach, hier geht's zurück. Richtung hier fliegen. Das ist auch eine ziemlich imposante Klippe. Immer wieder diese Sandgebiete zwischendrin. Und Felsklippen. Oh, was.
Da ist die Frage, auf einer dieser Felsklippen könnte man sich ja dann entschließen, einen weiteren Stützpunkt zu bauen mit einem kleinen Häuschen und einer Schlafgelegenheit. Da kann man sich von Stützpunkt zu Stützpunkt tagesweise vorarbeiten, bis man wieder in irgendeinem Gebiet ist, wo man dann etwas Größeres bauen möchte. Was da hinten? Den Wolken. Da hinten sieht man schon mal ein Haus. Da sieht man doch tatsächlich Kohle an der Oberfläche. Da. Da könnte ich ja jetzt mal landen und die Kohle brauche ich eben. Ist ja eine ziemlich bequeme Angelegenheit. Quasi Berge abfliegen. An der Oberfläche liegende Kohle zu schlüpfen. Haben wir jetzt die falsche Stelle mit der Hacke bearbeitet. So, wunderbar. Oh. Ist ja noch ein bisschen Zeit, allerdings ist die Episode bald schon wieder zu Ende. Okay. Hier in der Gegend war ich ein paar Mal zu Fuß zum Bäume schlagen. Kann ich hier nochmal ein bisschen weiterfliegen. Gucken, was es hier noch so gibt. Bäumen durch. Also meiner Meinung nach eine sehr gelungene Mod. Gut, sieht ja merkwürdig aus. Ist auch gar nicht so schwer zu steuern. Da wollte ich hin. No, das sieht nicht interessant aus. Das ist wieder so ein Überhang. Und da läuft doch ein Monster rum. Das ist ein Skelett. Das sieht so aus. Naja, lass ich's mal in Ruhe. Ist auch so eine Felsspalte. So, jetzt muss ich hier auf die Schnelle landen, denn die Zeit für diese Episode ist schon wieder vorbei. Hoffentlich crash ich nicht in den Berg hier rein. Und dann setze ich sie ab. Das nervige Geräusch. Allerdings vermeiden. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.